Falls der Winter in diesem Jahr überdurchschnittlich kalt ausfallen sollte, wird alles von der Mutter Natur abhängig sein und nichts von der Ertragsversorgungskette. Kali Ghana, Dekali Trade. Aufgrund eines heißen Sommers haben die Futures von Erdgas ein 9-Monats-Hoch erreicht. Ist dieser Trend langanhaltend? Im vergangenen Jahr hat der Effekt des El Niño die Rohstoffpreise sehr stark beeinflusst. Nach der La Niña folgt normalerweise der El Niño. Dieses Wetterphänomen dauert für gewöhnlich ein Jahr. Die meisten kennen dieses Muster, welches 5 bis 9 Monate andauert. La Niña zerstört das aktuelle Wettermuster, während der Einfluss der La Niña von Region zu Region unterschiedlich ist. Aufgrund dieses Wetterphänomens wurde in Amerika ein sehr heißer und trockener Sommer fixiert. Aufgrund des El Niños sind die Erdgaspreise im vergangenen Winter gesunken. Der jüngste Winter war recht warm und trocken. Der diesjährige Winter soll sehr kalt werden, was wiederum die Erdgaspreise fördern wird. Die Teilnehmer des Erdgasmarktes haben sich an die Auswirkungen eines veränderten Wettermusters in Amerika bereits angepasst. Von dem jüngsten Winter und den entsprechenden Rohstoffpreisen sind alle schockiert gewesen. Die Resultate eines heißen und trockenen Sommers wurden bereits errechnet. Über die aktuellen Preisniveaus wird das Gas kaum steigen können. Über 2,80 wird der Preis sich nicht bewegen. Um 10 bis 20 Cent könnte der Preis steigen, mehr nicht. Die Rallye, bei welcher der Gaspreis die 3 US-Dollar-Marke erreicht hat, kann ich noch nicht kommentieren. In diesem Sommer wird sich das sicher nicht noch einmal wiederholen. Der saisonelle Maximalwert wurde in der Mitte des Monates Juni fixiert. Bis zur Juli-Mitte sollte man also nicht mit maßstabreichen Preisbewegungen rechnen. S&P Global Pets berichten, dass die Produktionsumfänge aus dem Nordosten Amerikas im Jahr 2017 rasch sinken könnten, was wiederum einen Preisanstieg in diesem Winter verursachen könnte. Können Sie dem zustimmen? Zwei Faktoren muss man hierbei unterscheiden. Das sind die Umfänge von Erdgas, die auf den Markt kommen, und die, die gelagert werden. Diese Preise sind ganz unterschiedlich. Zwischen den Jahren 2012 und 2014 hat Amerika riesige Mengen an Erdgas einfach verbrannt. Das ist billiger, als wenn man diese Umfänge auf den Markt bringen würde. Die Internationale Energieagentur berichtet, dass nur 10% aller Erdgasumfänge tatsächlich verbrannt werden. Das bedeutet, dass nicht alle Umfänge an Erdgas auf den Markt kommen. Aufgrund eingeschränkter Reserveumfänge von Erdgas, welches sofort verkauft werden kann, könnten die Preise durchaus steigen. Und falls die Preise steigen werden, werden die Produzenten mehr Gas auf den Markt bringen wollen. Die Prognosen von S&P Global Pets, was die Produktionsumfänge im Nordosten Amerikas angeht, könnten sich somit bewahrhaften. Falls der Winter in diesem Jahr überdurchschnittlich kalt ausfallen sollte, wird alles von der Mutter Natur abhängig sein und nicht von der Erdgasversorgungskette. Im nächsten Jahr könnte sich diese Situation aber wieder kardinal verändern. In diesem Jahr wird Kohle immer mehr durch das Gas ersetzt. Was bedeutet das für den Markt? Erdgas wird sich auch in der Zukunft weiter durchsetzen. Der Kohlemarkt befindet sich heute in einem definitiven Abwärtstrend. Erdgas ist eine billigere und effiziente Energiequelle. Die Gaspreise könnten sich verändern. Unter die 2 US-Dollar-Marke werden die Preise aber nicht sinken. I do think that dips back to $2 are possible at any time. That's just the nature of this market, but I highly doubt we can entertain the idea of $1 natural gas, which is what we were talking about just earlier this year. Thank you, Kali. Kali, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran. Alles Gute und auf Wiedersehen. The latest Forex News.